Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Long Dark. Wir sind immer noch hier oben bei Marschgrat und ich habe keine Ahnung, ob es hier oben noch irgendwas gibt. Ich habe ja gesehen, hier gibt es eine kleine Höhle. Da würde ich einfach nochmal gucken. Ich will hier eigentlich nicht direkt schon wieder weggehen, weil ich habe das Gefühl, dass es hier vielleicht noch was gibt. Als ob das hier einfach so ist. Ich meine, gut, wie gesagt, es kann auch sein, dass es hier einfach im Survival-Mode noch irgendwie etwas relevanter ist. Aber geht's da nach oben? Nee. Nö, nö, nö. Ich meine, wir haben ja auch unser Kletterseil. Theoretisch. Es liegt in der Höhle drüben. Nur ich fürchte, dass wir das hier nirgends festmachen können. Geht's da oben weiter? Das ist viel zu steil. Ich glaube nicht. Na, da oben, hier. Aber scheint nicht so zu sein. Hm. Hier kommt wieder die Gitarrenmusik. Die läuft hier ab und zu. In der Höhle war ich schon drin. Ich weiß es aber nicht. Habe ich was übersehen? Nee. Hier gibt es nichts. Die hört hier auch auf, also. Leider nicht. Dann, ja. Ich weiß nicht. Hier oben, also die Karte hört hier auch auf. Ich glaube nicht, dass es da noch viel gibt. Ich würde trotzdem noch mal hier rumlaufen, einfach zur Sicherheit. Ich will hier nichts verpassen. Und mir kommt es ein bisschen komisch vor, so als ob es hier gar nichts gibt in der ganzen Gegend. Dann ist die ja ziemlich sinnlos. Ja, nee, aber vielleicht ist das auch so. Keine Ahnung. Vielleicht ist diese Gegend hier im... Hier sehen die Steine, waren da schon... Ist das eine... Kamen wir von hier raus? Von hier kamen wir raus. Marschgrat. Oder? Ja, ja, von hier kamen wir raus. Das ist die Höhle. Und ich schätze mal, dass das hier einfach wirklich nur ein Aussichtspunkt ist. Mehr nicht. Da hinten waren wir. Waren wir hier drüben? Ich glaub schon. Ja. Ich fürchte, das war alles. Schade. Vor allem, weil ich sehr erschöpft bin jetzt. Weil ich so viel gelaufen bin. Eventuell muss ich wirklich in der Höhle kurz ein bisschen entspannen, bevor ich weitergehe. Ich könnte mich ja auch einfach eine Stunde hinlegen oder zwei, wobei ich weiß nicht, wie viel das bringt. Aber ich gucke mich trotzdem nochmal um. Ne, ein bisschen gucken muss man ja schon. Aber ich fürchte, hier gibt's nichts. Na gut. Na gut. Dann gehen wir zurück in die Höhle. Ich weiß nicht, es ist jetzt halt noch gar nicht spät. Also, das Ding ist, bis zum Turm und dann hier zu der Hütte. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich glaube, das ist zu knapp. Deswegen würde ich mich mal zurück in die Höhle verziehen. Und dann gucken wir weiter. Erstmal, ne? Bisschen. Wahrscheinlich schlafe ich mal ein, zwei Stunden. Mal gucken, wie viel das bringt. Und wenn da noch genug Zeit ist und genug Energie, um runter zu laufen, dann probiere ich es mal. Aber wahrscheinlich schlafe ich einfach hier bis zum nächsten Morgen. Ja. Oh, Moment mal kurz. So. Wieder da. Es ist... Oh, ich habe vergessen, dass hier sehr total dunkel ist drin. Pass auf, wir machen Licht. Zwei Magnesiumfackeln habe ich noch. Eine verwende ich jetzt. Ups, so. Wobei, ich habe auch eine normale Fackel gefunden. Die wäre vielleicht sinnvoller gewesen. Aber jetzt ist es zu spät. So, ich renne hier mal ein bisschen durch. Ja, da unten liegt unser schöner Hirsch. Dann würde ich doch einfach mal sagen, gibt es hier noch was eigentlich? Ne, von hier kam ich. Ich würde einfach mal sagen, ich mache mir hier ein Feuer.
Und leg mir da den Hirsch drauf, oder? Wie wär's? 1,5 Kilo, die holen wir uns. Die holen wir uns einfach jetzt. Wobei, warte mal, der ist nicht gefroren, oder? Wie machen wir es am besten? Ich brauche ein Feuer. Wobei, ich brauche kein Feuer, um zu schlafen. Pass auf. Ich schmeiß mal die Fackel weg. Die ist jetzt nach da hinten geflogen. Das ist gut, weil dann nervt die dazu. Die ist nämlich ziemlich laut. Und dann hole ich mir einfach mal die 1,5 Kilo. Zerlegen. So. Haben wir. Wir sind immer noch zu schwer. Jetzt sind wir noch schwerer sogar. Macht aber nichts. Jetzt machen wir nämlich uns ein kleines Lagerfeuer hier irgendwo. Zunderbündel. Komm, wir nehmen mal einen Brandbeschleuniger. Ich habe so viel davon. Lampenöl können wir auch nehmen. Ich habe 5 Stück von den Brandbeschleunigern. Ich habe nur eine Fackel als Brennstoff. Stimmt, ich habe mein Holz da hinten liegen lassen. Ja, da hinten gibt es sogar ein Feuer, ne? Und da liegt das Holz nebendran. Jetzt habe ich blöderweise die Magnesiumfackel weggeschmissen. Ich laufe jetzt gerade blind. Ich sehe gar nichts mehr. Wobei, also ich sehe ein paar Umrisse. Ihr seht jetzt wahrscheinlich gar nichts mehr. Und ich... Nee, komm. Ich mache die Fackel an. Ups. Fackel. Und einmal anzünden. Die kann ich ja dann löschen. Und wieder anzünden, wenn ich sie brauche. So, sonst macht es einfach keinen Sinn, ne? Ja, keine Chance. Ich wäre hier nicht durchgekommen. Ich weiß auch nicht, wo ich jetzt hingelaufen bin. Da hinten sehe ich das Flackern von meiner Magnesiumfackel, wie es aussieht. Ja. Wir machen jetzt gleich Pause. Ich würde gern zurückfinden in die... Ja, von hier kam ich. Aber bin ich jetzt nicht gleich wieder draußen? Ja, das wollte ich nicht. Ups, ich kann immer rennen. Pass auf. Ich will zu dem Rucksack zurück. Da lag nämlich, oder da war ein Lagerfeuer auf dem Boden. Da könnte ich mal, ne, da wo das Seil lag. Und ich glaube, ich nehme das Seil einfach mal mit. Schaden kann es ja nicht, ne? Also kann schon schaden, weil unser Knöchel dann kaputt geht, aber ich würde es mal mitnehmen und ich laufe dann einfach mal raus und dann, wenn ich irgendwann dann doch mein Knöchel verstaucht, dann muss ich es halt wegschmeißen. Da liegt's. Genau. So, da liegt auch mein Tannenholz. Ja, ich weiß. Wir machen Feuer. Das Tannenholz können wir jetzt gleich verfeuern. Zack. Okay, 1:38. Und jetzt können wir hier Brennstoff hinzufügen. Nur meine Fackel, die will ich nicht wegschmeißen. Jetzt kommt wieder die Musik. Toll. Schimmeliges Reh legen wir drauf. Und wie lange braucht es jetzt? 56 Minuten. Wir legen das andere halbe Kilo auch noch drauf. Das braucht 27 Minuten. Ja, ich glaube, die Musik, die sagt nichts aus. Hier wird schon nichts sein. Ich würde jetzt rumlaufen und ein bisschen Kohle suchen. Vorhin habe ich welche gesehen, in so einem Seitengang drin. Steine liegen hier viele rum. Ich bräuchte aber Kohle. Irgendwo werden wir schon mal... Hier drin lag doch welche, oder? Ja, guck mal hier. 1, 2, 3, 4, 5... Ich hoffe, mein Knöchel geht jetzt nicht kaputt. Und ich sehe auch, guck mal, unsere Müdigkeit. Oh je. Ne, die Energie, die ist schon rot. Das sollten wir auf jeden Fall ändern. Da ist das Feuer. Unsere Rehe ist bald fertig. Brennstoff hinzufügen. Ich lege einfach mal Kohle drauf. Komm, ich lege noch eine drauf. Und den Rest lasse ich hier liegen, weil ich kann die nicht mitnehmen. Ich bin viel zu schwer. Ablegen.
bitte alle, aber der legt ja nicht alle ab. Muss ich nochmal, wo ist die letzte jetzt? Ich glaube, die hatte 0,9 Kilo oder so. Also die, nee, dann hat 0,45 die Hälfte davon. Oder hat er doch alle? Nee, 0,3, hier ist sie. Ablegen. So schwer bin ich immer noch, aber ich habe, oh, guck mal, wie wenig ich nur noch tragen kann eigentlich. 23 Kilo und ich habe 33 dabei. Bin 10 Kilo drüber. Was natürlich schlecht ist. Aber geht jetzt halt nicht anders, ne? Dieses Seil, das würde ich gern mitnehmen. Vielleicht lasse ich es auch liegen, ich weiß es nicht. Weil 5 Kilo sind halt schon viel, ne? Wenn ich mir denke, ich habe 33. Ich kann nur 35 mitnehmen maximal, wenn ich wieder ausgeschlafen bin. Und dann 33 Kilo plus nochmal 5, dann bin ich wieder 2,5 Kilo drüber. Aber ich habe mir auch noch nie den Knöchel verstaucht wegen zu viel Gepäck. Könnte ich natürlich auch mal ausprobieren und trage das einfach mit mir rum. Das können wir jetzt mal essen. So viel bringt es gar nicht. Ich kann es leider nicht warten. Ansonsten verbrennt mir das hier. Und dann dieses Kilo, wenn das fertig ist, dann esse ich das auch noch und dann schlafe ich. Ich kann mal hier meinen Schlafsack schon mal hinlegen. Lageraktionen. Nein. Tagebuch? Ah, okay. Vorratsversteck in Rätselsee. Ja. Schüsse am See? Ah ja, ach das. Ja, ja, genau. So, mach mal die Ausrufezeichen weg. Lageraktionen. Oh, oh. Ich habe meinen Schlafsack bei Jeremiah vergessen, ne? Ich weiß nicht, was ich jetzt mache. Ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt weitermachen. Ohne Schlafsack, ich kann nicht schlafen. Ich könnte mir eine Hütte bauen, eine Schneehütte, keine Ahnung, ob ich da drin schlafen kann. Müsste ich aber wahrscheinlich draußen machen und dann wird's kalt. Wobei, ich brauche ja, also 4 Stoff habe ich. Ich habe die Stöcke nicht. Ich, ja, weiß nicht. Also mehr kann ich nicht machen. Ich kann jetzt höchstens geschwind nochmal rausgehen hinten, ein paar Stöcke zusammensammeln und so eine Schneehütte bauen. Ich glaube, 10 Stöcke brauchen wir dazu. Oder wie war das? Lageraktionen, Schneehütte. 15 Stöcke und 5 Stoff. Boah. Muss ich erst mal gucken, wo ich 15 Stöcke herkriege, ne? Es wird auch langsam dunkel. So, das hier ist jetzt gegart, dann kann ich das schon mal essen. Ich weiß gar nicht. Pass auf. Ich warte jetzt eine Stunde, okay? Ne, abbrechen. Ach, Kacke. Ich lass mal Sachen da, okay? Was ist am schwersten? Die Axt brauche ich. Ne, ich kann nichts da lassen. Meine Fackel ist weg. Ist die durchgebrannt jetzt? Okay, hier gibt es noch eine. Am Feuer. Wie lange brennt das Feuer noch? Eine Stunde 44. Pass auf. So. Ach, die Fackel ist kaputt. Ja, okay. Die lege ich auch mal drauf. Egal. 5 Stunden brennt das jetzt. Ich kann die Fackel auch nochmal drauflegen. Und dann nehme ich mir jetzt eine neue. Ist die jetzt ein bisschen besser? Nö, nicht wirklich. Tja, Leute. Jetzt lassen wir es drauf ankommen. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt ein Problem. Wir können nicht mehr rennen. Wir sind sehr langsam. Und ich vermute, dass wir jetzt an Energie verlieren.
Wenn ich mal kurz gucke. Verstauchungsrisiko erschöpft. Ja. Problemisch halt, ich habe keinen Schlafsack. Ich würde mir gern so eine Schneehütte machen, aber ich habe die nötigen Materialien nicht. Ich brauche nämlich 15 Stöcke. So, hier liegt unser Hirsch. Warte. Hier kriege ich 3 Stöcke. Her damit. Hier liegt noch mehr. Kann ich mir hier... Weil ich habe schon befürchtet, dass ich raus muss und draußen im Wald nach Stöcken suchen muss. Hier liegt so ein Stock, Zweig. Wenn wir Glück haben, dann finden wir hier genug Stöcke in der Höhle. Ich brauche 15 Stück. Hier aus Zweigen kriege ich... Ach, hier kriege ich auch Stöcke raus. Okay, ich glaube, wir haben Glück. Ich hoffe nur, dass wir da drin dann auch tatsächlich schlafen können. Wenn nicht, wäre es blöd. Aus dem Asch bekomme ich Holz raus, das will ich nicht. Wie viele Stöcke haben wir? 13. 2 brauchen wir noch. Hier liegt noch einer. Jawohl. Wir haben es. Jetzt haben wir allerdings ein anderes Problem, nämlich sehe ich jetzt wieder nichts. Und meine Fackel ist ausgebrannt, wobei hier geht's durch. Okay, ich kann wirklich nicht mehr rennen. Ich bin auch extrem langsam jetzt. Das ist schneller bergab gegangen, als ich dachte. Und das auch noch aus eigener Blödheit. So, pass auf, ich muss mich so orientieren, weil da sehe ich noch was. Hier geht es nicht mehr weiter. Doch. Ich sehe leider... Boah, hier hinten sieht man gar nichts. Weiß nicht. So, ich will halt nicht schon wieder so ein Ding anzünden, so eine Magnesiumfackel. Weil ich habe nur noch eine. Was habe ich denn sonst noch? Ich kann noch Streichhölzer nehmen. So, von denen habe ich noch 20 Stück. Na. ...216 habe ich. Ich meine, ist besser als nix, ne? Ist nicht viel besser als nix. Das war's. Nächstes. Da kann ich mich nur so ein bisschen... Ah, da ist mein Feuer. So, das brennt mir gleich wieder den Finger ab. So, jetzt aber. Und jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Ah, ich brauche 5 Stoff. Ich habe nur 4. Ich muss irgendwas zerlegen. Habe ich was dabei, was ich nicht anhab? Nee. Ich habe doch keinen Stoff dabei. Oder keine Klamotten, die ich da nicht trage. Ich muss irgendwas von meinen Klamotten zerlegen. Guck mal, die hier zum Beispiel. Die hier geben ein bisschen. Die hier geben plus 0,4 Grad. Die könnte ich theoretisch zerlegen. Ich habe ja dann noch die an. Ich glaube, was anderes bleibt mir jetzt nicht übrig. Zerlegen. Dann bekomme ich einen Stoff raus. Und dann reicht's für den Unterschlupf. Ich muss halt irgendwie schlafen. Und wenn ich jetzt in dem Unterschlupf nicht schlafen kann, dann habe ich ein ganz großes Problem. Kann nicht in geschlossenen Räumen gebaut werden. Ja. Jetzt haben wir ein Problem. So, ich nehme die Fackel nochmal mit. Fackel nehmen. Ah, okay. Ups. Pass mal auf. Kann ich die jetzt löschen? Ja. Und mit G kann ich... Oder mit H? Mit H kann ich sie weglegen. I'm gonna have to leave something behind. Ja. Pass auf, ich lösche die jetzt auch. Und dann lasse ich es zurück. Das macht keinen Sinn. Ich kann jetzt Fackeln hier mitnehmen. Die sind alle nimmer so besonders gut. Okay, pass auf. Meine Lebensanzeige geht jetzt schon runter, wie man sieht. Ich habe einfach zu lang nicht geschlafen. Ich hoffe inständig,
dass das, was ich jetzt vorhabe, auch funktioniert. Nämlich gehe ich jetzt raus und ich hoffe, dass wir im Höhleneingang windgeschützt sind. Wenn das nicht der Fall ist, dann... Vor allem, guck mal, es ist schon Nacht draußen. Das heißt, wir haben jetzt noch Wölfe und Gedöns, was hier rumrennt. Ich hätte da unten den Asch noch zerlegen sollen vielleicht. Soll ich den mitnehmen? Komm, da kommen 3 Holz raus. Weil wir haben ja das nächste Problem. Draußen ist es kalt. Wir können hier unsere Schneehütte nicht bauen. Also ich schätze mal, dass das auch hier nicht geht. Ne, hier ist so ein Loch in der Decke. Aber ich gehe schwer davon aus. Ich kann es ja mal probieren. Nee. Ja. Ich mache mal die Fackel aus, sonst geht die mir wieder kaputt. Und jetzt zerlege ich einfach mal dieses Ding. 45 Minuten. Ja, muss ich jetzt halt machen. Ja, meine Lebensanzeige geht runter. Ich weiß, ich weiß. Geht aber nicht anders. Ich zünde jetzt die Fackel wieder an. Das ist jetzt hier gerade eher so ein bisschen Survival und weniger Story. Und wir sind gerade wirklich am Kämpfen. Trinken muss ich auch was. Zum Glück habe ich noch Wasser. Kann ich auch noch abkochen. Nee, kann ich... Warte mal, habe ich meine Dosen wieder mitgenommen? Ich glaube, ich habe meine Dosen nicht mitgenommen. Ich habe alles bei Jeremiah gelassen. Ich bin sehr dumm. So, einen Stock brauche ich zum Feuer anzünden. Darf ich nicht vergessen. Da kriege ich auch noch Stöcke raus, ne? 3 Stück, 5 Minuten. Komm, ich brauche alles Feuerholz, was ich kriegen kann. Hier ist das Kohle? Nee. Schade. Jetzt kriegt er auch noch Durst. Okay, ich trinke was. 0,4 Liter, das ist echt nicht mehr viel. Da muss ich wahrscheinlich wirklich noch was abkochen nachher. Nee, ich kann nichts abkochen. Ich habe keine Dose mehr. Wobei, ich habe vielleicht noch eine Dose Essen dabei, oder? Nee. Habe ich keine leeren Dosen? Nee. Ich habe echt einen großen Fehler gemacht. Indem ich alles bei Jeremiah habe liegen lassen. Das könnte meinen Tod bedeuten. Zum ersten Mal, ich bin noch kein einziges Mal gestorben. Also, wenn man mal davon absieht, von den Spirenzien hier, als ich von diesem Baum runtergesprungen bin und vorher gespeichert habe. So, ganz toll, jetzt geht auch noch meine Fackel aus. Aber ich habe ja noch welche. Ich lege die mal kurz hier hin. Weil, pass auf, ich habe noch welche. Oder, habe ich noch welche? Ja doch, hier. Komm, 35, verwenden. Nein, Fackel, nein. Nein, nein, nein. Okay, pass auf. Ich will die Höhle nicht verlassen. Ich muss meine Fackel anzünden. Muss ich halt nochmal ein Streichholz benutzen. So, die hier hält zum Glück noch ein bisschen. Jetzt gehe ich raus. Boah. Immerhin ist es noch nicht so kalt. Meine Temperatur geht nicht runter. Und es sind keine Nordlichter da. Das heißt, die Wölfe sollten wenigstens nicht allzu aggressiv sein. So, jetzt pass auf, hier vorne war irgendwo eine Höhle, ne? Und in der Schneehütte muss ich schlafen können. Ansonsten gäbe es die doch nicht. Und ich muss gucken, dass ich am nächsten Tag nimmer so lange rumeier, sondern einfach zurück zu Jeremiah gehe. Also am besten vorher noch zu den 2 Funktürmen, wenn ich es schaffe. Und dann einfach direkt zu Jeremiah meine Sachen holen. Das war echt blöd. Beziehungsweise ich sollte vielleicht auch gar nicht mehr zu den Türmen vorher gehen, sondern zurück zu Jeremiah. Weil jetzt, wo ich dran denke, ich habe halt nichts zu trinken. Und ich werde hier verdurschen, wenn ich nicht aufpasse. So, Schneehütte. Jetzt kann ich mir eine bauen. Bitte sag mir, dass es hier drin geht. Warum geht es denn? Ist die zu weit weg oder so? Oder war ungültiger Standort für Objekt? Zu nah an einem anderen Objekt? Hier geht's. Okay, ich kann das nicht in der Höhle bauen. 45 Minuten muss ich jetzt machen. Es ist mitten in der Nacht.
Schneehütte verwenden. Was kann ich jetzt machen? Ich kann hier drin sitzen. Kann ich hier drin schlafen? Ich kann hier nicht schlafen. Ich bin ehrlich überfordert. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Wir haben noch 5 Minuten, aber ich würde sagen, ich unterbreche mal die Aufnahme und ich google kurz, ob es Möglichkeiten gibt zu schlafen in The Long Dark ohne Schlafsack. Wenn es nicht geht, dann müssen wir zurücklaufen. Erschöpft. Mitten in der Nacht. Ich hoffe, dazu wird es nicht kommen. Ich bin sofort wieder da. So, ich bin wieder da und ich glaube, man kann schlafen. Sorry. Und zwar gibt es hier Lageroptionen. Ausruhen, wenn ich in dieser Schneehütte drin sitze. Das heißt, sie hat doch einen Sinn. Ich muss vorher was trinken, ansonsten verdurste ich jetzt. Pass auf, wir holen uns das, trinken. Sind wir fast voll. Und jetzt schlafe ich einfach mal. Ich schlafe jetzt nicht besonders lang. Sechs Stunden. Die schlafe ich jetzt mal. Ich hoffe, ich erfriere nicht. Okay, Temperatur geht nicht runter. Ich habe geschlafen. Ich bin halb ausgeruht. Trinken muss ich bald wieder. Mache ich jetzt am besten. Gegessen habe ich auch nichts. Das mache ich ja morgen. Pass auf, wir haben fast morgens. Jetzt schlafen wir einfach nochmal. Lageraktionen ausruhen. Nochmal 5 Stunden oder 6. Komm, 5 Stunden müssen reichen. Und die Stats sehen sehr gut aus. Ich bin hier in meiner kleinen Hütte drin. Zu trinken brauche ich, aber ich esse zuerst was. Soll ich? MRE. Wenn wir es brauchen, dann jetzt. Boah. Wir sind fast voll, das ist gut. Ich trinke hier noch das da. Okay, getrunken haben wir. Raus hier. Wir sind ein bisschen zu schwer. Minimal. Die Schneehütte kann ich wieder abbauen. Ich krieg dann auch wieder einiges raus. Okay. Aber ich lasse die mal hier liegen, weil ich habe eh schon keinen Platz mehr im Inventar. Ich esse jetzt einfach noch irgendwas. Hier so ein Müsli-Riegel oder so. Oh, das hat nicht gereicht. Müsste ich nochmal einen essen. Okay, ich kann nichts essen. Habe ich irgendwas zu trinken? Ich glaube nicht. Nee. Dann werfe ich hier so ein Holz weg. So, damit ist unser Verstauchungsrisiko geheilt. Wir haben jetzt das nächste Problem. Ich habe nichts zu trinken und ich habe auch keine Möglichkeit, mir was zu trinken zu machen. Weil ich, Idiot, meine ganzen Dosen beim Jeremiah liegen habe lassen. Deswegen. Mal kurz gucken. Die Höhle ist hier links. Aber. Was ist denn das? Geht's hier noch irgendwo weiter? Weil eigentlich wieder durch die Höhle zurück. Wenn ich halt da runtergehe, weiß ich nicht, das dauert zu lang. Warte mal, kann ich hier nur das Seil dran machen? Ich glaube, hier kann ich das Seil dran machen. Ja. Mache ich jetzt aber nicht.
Ich glaube, es ist schneller, wenn ich durch die Höhle zurückgehe. Okay, das ist natürlich cool. Dann weiß ich jetzt, wofür man das zumindest verwenden kann. Aber das mache ich jetzt nicht. Ich... Hä? Muss ich noch weiter zurück? Ja. Ah ja, ja, ja. Ja, ich würde sagen, das war ein ziemlicher Fail, diese ganze Reise. Wir sind bei 30 Minuten, ich weiß. Aber ich gehe noch zurück. Zurück zu Jeremiah. Das hier ist die Höhle. Ich habe kein Licht, aber ich zünde jetzt meine letzte Magnesiumfackel. Ja, ja, ich weiß. Sehr verschwenderisch. Aber geht jetzt nicht anders. Lichtquellen, Magnesiumfackel, her damit. Anzünden. So. Und jetzt sprinten wir hier einmal durch, zumindest solange es geht. Weil, das ist jetzt hier ein Rennen gegen die Zeit. Wir haben nämlich nichts mehr zu trinken. Zu essen haben wir noch ein bisschen was. Essen ist nicht das Problem. Aber die Erschöpfung ist das nächste Problem. Wir müssen also bei Jeremiah ankommen, bevor wir entweder verdurstet oder wieder erschöpft sind. Und da wir jetzt durch den Schnee rennen müssen, fürchte ich, dass beides ein Problem werden könnte. Dann überziehen wir halt die Folge ein bisschen. Das macht nichts. Wo ging es dann raus? Ah ja, hier. Ich bin auf dem richtigen Weg. Das ist schon mal sehr gut. Und prinzipiell dauert es ja eigentlich gar nicht so lang, zurückzulaufen. Aber halt auch nur prinzipiell. Weil wer weiß, was uns jetzt wieder für Hürden auf dem Weg begegnen. Ja. Die Fackel ist jetzt leider noch an. Ich nehme mal lieber die hier. Da kommt er schon. Verzieh dich. Blöder Wolf. Okay, pass auf. Wie laufe ich zurück? Ich kam von da hinten. Da würde ich eigentlich auch gern zurückgehen. Ich könnte auch hier den gefrorenen Fluss runterlaufen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie zu rutschig ist und ob ich dann da ausrutsche oder sowas. Oh, warte, ich muss nachladen. Ganz, ganz wichtig. Darf ich eigentlich nie vergessen. Komm, ich renne ein bisschen hier am Rand entlang. Dann sehen sie mich hoffentlich nicht. Sieht gut aus bisher. Hier renne ich jetzt nimmer, nicht, dass ich ausrutsche oder so. Weiß nicht. So, hier runter. Ups. Das war nix. Okay. Oh. Da ist der Wolf. Sieht der uns jetzt? Ich könnte natürlich... Eigentlich würde ich gerne da durchlaufen. Na gut. Und weg mit dir. Direkt nachladen. Ich muss hier durch. Ich muss jetzt hier wirklich, also Munition kann ich hier verschwenden. Die ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass ich zurückkomme. Und deswegen gucke ich, dass ich das auf dem schnellsten Weg schaffe. Guck mal, die Erschöpfung geht schon deutlich hier. Also die Energie geht runter. Und der Durst geht langsam auch immer weiter hoch. Aber das schaffen wir jetzt schon. Ich glaube, das schaffen wir jetzt. Dann sind, wenn wir bei Jeremiah sind, dann können wir mal ordentlich schlafen, was trinken. Leider können wir nicht mehr viel essen. Da müsste ich mir eventuell mal irgendwas jagen. Was unter Umständen schwierig wird, weil ich keine Ahnung habe, wie es geht. Ich habe meine Ein-Mann-Packung gegessen, das heißt, da können wir uns jetzt nimmer drauf verlassen. Ich finde es aber krass, wie schnell das geht. Ne? Weil bisher waren wir immer so, Essen, ja, haben wir genug. Habe ich teilweise gar nicht mehr mitgenommen, ne, die Schokoriegel, weil ich so viele hatte. Hatte immer die Ein-Mann-Packung dabei für Notfälle. Ich hatte von allem immer genug. Es war kein einziges Mal irgendwie knapp, dass ich fast gestorben wäre oder so.
soweit ich mich erinnere. Höchstens am Anfang. Also ganz am Anfang war es ein bisschen schwierig. Da musste ich ja auch für die graue Mutter so viel Essen holen und für mich selber. Und dann war es schon so teilweise, dass ich mir dachte, okay, wo kriege ich jetzt eigentlich das ganze Essen her? Na, als dann in Milton auch alles leergeräumt war. Aber danach, ich bin losgelaufen und es gab immer irgendwo was. Ne? Man hat irgendwas gefunden in irgendwelchen verlassenen Dörfern oder sonst wo. Und man hatte immer genug zu essen. Und jetzt sind wir aber an einem Punkt von, wir haben alles, wir haben richtig viel, kein Problem, zu, ich habe nichts mehr, meine Ein-Mann-Packung ist weg, ich musste in der Schneehütte schlafen, habe kein Wasser mehr, wenn ich jetzt hier verdusche, habe ich ein Problem, wenn meine Erschöpfung runtergeht, habe ich ein Problem, ich kann hier nicht mehr schlafen und so weiter. Ne? Diese ganzen Probleme, die sind von aus dem Nichts sind die einfach gekommen. Und da merkt man mal, wie wichtig es ist, manche Gegenstände dabei zu haben, weil ohne die überlebt man einfach keine zwei Tage. Und dazu gehört auf jeden Fall der Schlafsack. Nie wieder gehe ich ohne den Schlafsack weg. Ich muss mir merken, der muss abgebaut werden. Ansonsten bist du tot. So krass es sich anhört, so ist es leider. Kein Schlafsack, keine Chance. Ich dachte, wir machen uns jetzt hier eine entspannte Reise an einem Tag. Weiß ich nicht. Wenn ich mich beeilt hätte, hätte ich es vielleicht auch geschafft. Aber ich weiß nicht, durch die ganze Map an einem Tag. Ich glaube, allein die Erschöpfung lässt es nicht zu. Aber ich wäre auf jeden Fall weitergekommen, als ich jetzt bin. Theoretisch, ne, die Schneehütte hätte ich mir vielleicht irgendwo bei dieser alten Farm bauen können, wo ich damals mir ein Lager aufgeschlagen hatte. Dann quasi schon auf dem Rückweg. Ne, wenn ich mich beeilt hätte, nicht in der Höhle rumgeeiert wäre, da oben noch, dann wäre das, glaube ich, deutlich anders verlaufen. Aber man lernt ja immer dazu. Man lernt nie aus. Und vor allem lernt man aus Fehlern. Und ich glaube, das war jetzt eine sehr gute Lernmöglichkeit. Weil es gibt ja auch die das Sprichwort, oder ist das ein Sprichwort? Keine Ahnung, ne? Wenn man kein einziges Mal richtig verkackt hat, dann weiß man auch nicht, wo die Grenze ist. So in dem Sinn. Und jetzt sind wir zumindest bald zu Hause. Genau, und bisher, wie gesagt, es war eigentlich kein einziges Mal so, dass ich irgendwas so hart verkackt hätte, dass ich fast tot gewesen wäre. Oder dass ich irgendwo ein Problem hatte, wo ich nicht mehr weiter wusste. Und wo ich mir dachte, überlebe ich das jetzt? Aber jetzt gab es die Situation. Gar nicht schlecht. Eigentlich, ne? War eine Lernmöglichkeit. Aber das haben wir jetzt eigentlich ganz gut hingekriegt, denke ich mal. Da ist das Haus. Haus des Pelzjägers. Jeremiah. Dann legen wir uns mal, hauen wir uns aufs Ohr. Wobei, es ist jetzt halt sehr früh. Wobei, nee, es ist schon Mittag. Ja, ich habe relativ lang geschlafen, glaube ich. Was auch nötig war. Tja. Dann können wir dort. Ja, gleich eine Runde schlafen. Ja. Ich weiß halt nicht, wie es aussieht mit Essen. Trinken, kein Problem. Wir können uns Wasser abkochen. Ne? Das ist überhaupt kein Thema. Essen könnte tatsächlich so ein Ding sein. Weil ich habe noch Schokoriegel und Chips und solche Sachen. Ne? Also ich kann mir da schon noch was reinziehen, auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, wie lange das hält. Vielleicht kommen die Vorräte dann doch ganz gelegen. Es gibt ja die Vorräte von den Waldflüsterern, die liegen hier irgendwo noch rum. Ist das Kohle? Ja, brauche ich jetzt nicht. Die Vorräte von den Waldflüsterern, genau, die liegen auf der anderen Map irgendwo rum. Bei dem Funkturm, da kommen wir sogar vorbei. Ne, auf dem Rückweg von unserer Reise. Beziehungsweise vielleicht auch auf dem Hinweg sogar schon, weil, ja komm, machen wir auf dem Hinweg wahrscheinlich. Wir müssen ja jetzt nimmer nach Norden hoch, das heißt, wir müssen jetzt keinen Kreis mehr auf der Karte laufen. Sondern eigentlich nur, kann ich eigentlich hier zur Mapgrenze hochlaufen? Da geht's nicht durch, oder? Nee. Das habe ich mich schon mal gefragt. Gibt's da hinter dem Haus noch irgendwas? Weil da sieht's immer aus, als würde die Karte einfach aufhören. Und da wollte ich eigentlich mal hingehen.
Ne? Hier ist ja das Haus von Jeremiah. Komm, so viel Zeit haben wir noch. Machen wir einfach mal noch einen kleinen Ausflug. Jetzt sind wir ja safe eigentlich, ne? Da müssen wir nur reingehen und dann haben wir alles, was wir brauchen. Okay, nee, aber da hört es auf, so wie es aussieht. Was ist denn das eigentlich? Kann ich das nehmen? Bartflechte? Ach so, ich dachte immer nur, das wäre eine Textur oder so. Eine Flechte, wie man sie in den alten Wäldern der nordwestlichen Pazifikküste findet. Ja, ja, weil ich wollte gerade sagen, Bartflechte sagt mir was. Da kann ich einen Verband draus machen. Und der schützt mich ein bisschen. Ja, dann sammle ich doch noch mehr davon. Nice. Wie viel wiegen die? Da können wir Infektionsrisiko irgendwie, ne? Können wir senken. 0,01 Kilo, her damit. Auf alle mal her damit. Ich weiß es nicht, den Bartflechtenverband muss ich vermutlich mit einem normalen Verband craften. Okay, nee, da geht's nicht weiter. Da hört es tatsächlich einfach auf. Macht aber nichts. Ich will noch auf den Berg hier hoch. Und dann drehe ich um. Oh, voll gegen den Stockrand. Nee, hier ist einfach so eine Felswand einmal um die komplette Map rum. Ja, dann dann lassen wir das. Gehen wir zurück zu Jeremiah. So. Und dann würde ich sagen, lassen wir es auch für heute. Dann geht's morgen weiter. So. Hallo Jeremiah. Was geht? Ich habe leider nur ein Ding gefunden. Da liegt mein Schlafsack. Und da liegen meine ganzen Dosen. Ja, das machen wir dann nächste Folge, würde ich sagen. Jetzt können wir hier wenigstens mit dem Wissen, dass wir es überlebt haben, die Folge doch, naja, nicht erfolgreich beenden, aber naja. Hier oben könnte ich auch noch hin, ne? Würde ich sagen, auf dem Rückweg. Also, nee, nicht auf dem Rückweg, sondern wenn wir die ganzen Dinger fertig haben, dann gucken wir mal, wo uns die nächste Mission hinführt. Vielleicht ist die ja in dieser Map. Dann können wir auch hier so ein paar Sachen machen. Schüsse am See. Könnten wir auch nochmal hingehen, theoretisch. Hier oben will ich auf jeden Fall hin, weil ich will den Aussichtsturm sehen. Und dann können wir ja auch noch hier die Vorratsverstecke holen. Aber nächste Folge geht es erstmal wieder zurück. Direkt mal nach hier und dann hier zu den Vorräten. Dann noch geschwind nach da unten. Dann laufen wir wieder zurück. Hoffentlich schaffen wir das alles an einem Tag. Dann haben wir die Mission schon mal abgeschlossen. Das wäre ganz gut. Das ist das Ziel für nächste Folge. Also, drücken wir mal die Daumen, dass es funktioniert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann, ja, hoffentlich morgen in der nächsten Folge. Ich hoffe, ich schaffe das mit dem Aufnehmen und so, aber ich denke schon. Und, genau. Also, bis zum nächsten Mal.